Hey Leute und willkommen im Filmclub. Heute geht es um Dark Places, in dem Charlize Theron das Verbrechen um ihren Bruder auflösen will, nachdem sie sozusagen komplett pleite ist und dabei Stück für Stück ihre ganze Vergangenheit wieder aufwühlen muss, und da kommt so einiges ans Licht. Ich muss sagen, mit den Schauspielern haben wir einen sehr prominenten Cast. Wir haben Charlize Theron, Chloe Grace Moretz, Corey Stoll und Nicholas Hewell, die allesamt einen sehr guten Job machen. Ich muss auch sagen, das ist auch wirklich so das Positivste, was mir an dem Film aufgefallen ist, sind halt die Schauspieler. Der Film hat halt einige Lücken, und dazu komme ich jetzt. Also die Handlung ist halt erstmal so von der Grundprämisse halt richtig gut. Diese Frau, die einfach sozusagen ihr ganzes Leben von Traumata gelebt hat und halt wirklich Profit daraus geschlagen hat und erst irgendwie eine Motivation hat, das Verbrechen ihres Bruders oder um ihren Bruder aufzuklären, nachdem sie halt wirklich extrem pleite ist. Da kommt man schnell rein, es wird gut eingeführt. Man muss aber sagen, dass der Film so ein bisschen sich schwierig damit tut, Spannung aufzubauen. Am Anfang ist es alles noch okay, weil da wird die Geschichte ja eingeführt und da muss man erstmal die Charaktere kennenlernen. Aber dann versteht irgendwie der Film nicht den richtigen Punkt zu finden, Spannung aufzubauen, und das dauert halt relativ lange, bis der Film dann erstmal Spannung aufgebaut hat. Wenn der dann erstmal die Spannung aufgebaut hat, so gegen Mitte des Films, also der Klimax ist halt wirklich echt stark. Also ich muss sagen, da fiebert man wirklich mit und stellt so seine eigenen Theorien auf, und da muss ich sagen, ist die Spannung auch gut umgesetzt worden. Das finde ich nämlich wirklich echt stark an dem Thriller. Der muss es halt schaffen, einzupacken und wirklich dich an den Sitz zu nageln. Das Problem ist dann aber, dass dieser Film nach diesem Klimax es nicht mehr schafft, diese Geschichte vernünftig aufzulösen, beziehungsweise diese Auflösung ist insofern enttäuschend, dass sie halt keine Überraschung bereithält. Also ich habe die eine oder andere Kritik gelesen, in der die Leute völlig überrascht waren von dem Twist oder so. Ich muss sagen, ich habe den mir schon komplett irgendwie ausgemalt, und bin ich jetzt auch nicht der Einzige. Also es gab da auch andere, die diesen Twist schon vorhersehen konnten, und wahrscheinlich ist das so charakterabhängig. Aber auf jeden Fall, ich fand es dann ein bisschen mau, dass es bis auf ein kleinstes Detail ich diesen Twist so komplett schon vorausgesehen habe, und von daher hat dieser Film dann nicht ganz so Spaß gemacht, wie er hätte Spaß machen können. Und gerade weil es eben so von der Autorin von Gone Girl ist, dachte ich mir jetzt so, ja, das wird so ein richtig spannender, nervenauftreibender Thriller. So ist ja leider ein Film, der zeitweise richtig spannend und nervenauftreibend ist, aber es nicht schafft, diese Spannung durchweg zu halten und auch nicht vernünftig abzubauen. Der Showdown kommt viel zu schnell, und irgendwie, wie gesagt, die Auflösung wirkt einfach so wenig durchdacht, weißt du, wenn man sich das halt so selber schon alles so denken kann. Die Musik fand ich aber sehr, sehr gelungen. Also ich muss sagen, mit der Musik konnte ich mich sehr identifizieren, und die hatte auch wirklich tolle Themen parat. Wiederum muss ich aber dagegen halten, dass die Technik wirklich sehr auf dem Niveau einer Fernsehproduktion wirkt und irgendwie eher zweitklassig wirkt. Und das Fazit ist halt wirklich, es ist ein Film, in dem so viel Potenzial drin gesteckt hat, mit einer Wahnsinnsprämisse, aber dieses Potenzial ist einfach leider verloren gegangen durch diesen Spannungsabfall und durch diese Lücken im Drehbuch, die sie anscheinend nicht besser ausfüllen konnten oder wo sie nicht ein bisschen länger dran feilen wollten, dass die Spannung halt immer eben auf dem Hoch bleibt. So kann man sich den Film zwar ansehen, er bleibt aber dennoch eine leichte Enttäuschung, ist überdurchschnittlich, und ich gebe ihm 6 von 10 Punkten. Ich hoffe, euch hat diese Kritik gefallen. Wenn ihr den Film ansehen wollt, könnt ihr das gerne tun. Es lohnt sich, bestimmt den einmal gesehen zu haben. Man muss ihn aber auch nicht gesehen haben. Es ist kein weltverändernder Film oder so. Lasst doch einen Daumen nach oben da, wenn euch diese Kritik gefallen hat. Sonst einen Daumen nach unten. Sonst hoffe ich, wir sehen uns in der nächsten Kritik wieder. Und ich hoffe, ihr schaut mir auch dahin wieder zu. Bis dahin, euer Luke.